So, ganz merkwürdiges Verfangen hier. Ich lasse den mal so. Okay, ich muss den... Ah, okay, das ist schön. Das tut also auf jeder Ebene das an- und ausmachen. Also es ist dann nicht unterschiedlich, dass wenn man dann irgendwie auf der zweiten Ebene dann was anmacht... Waren wir schon hier oben? Nee, hallo. Diese Art hier ist riesig. Ja. Ja. So, wir hatten Voluna. Nee, Vulnona. Heißt das echt so? Vulnona. Ist das von Vulpix? Wow, war ja sehr intensiv. Vulnona. Dummer Name. Was erreicht Level 41? Ah ja. Jetzt stehst du aber vor meinem Buch, was ich gern lesen möchte. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Waren das beides nicht Experimente? Gülle für den Top-Trank. Das ist hier, was ist das? Das ist so komisch hier alles. Das war wieder zu auffällig. Was war das jetzt? Ein Top-Belebe oder war das Top-Trank? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist so komische Musik. So, wie kommt man denn jetzt hier hinten? Ich bin hier... Also ich war auf jeden Fall noch nicht in jedem Raum hier. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich bin sehr verwirrt. Gibt es hier auch nur 3 Stockwerke? Was ist das hier überhaupt? Kikeriki. Kikeriki. Da steht einer. Da geht's auch noch nach unten. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Tut mir leid. Halt die Fresse, du Gockel. Ach, hört nur doch mal mit euren Slimers auf, ey. Nee, nach unten. Ich komme hier irgendwann später nochmal hin. Jetzt fährt ja noch ein Bus runter. Was ist denn heute los, ey?
Hätte ich mal lieber gestern aufgenommen, weil gestern war nämlich leiser. Und nein, ich möchte kein Windows 10 haben. Das ist so aufdringlich von Windows, ne? Ja, die sehen aus wie so Kackhaus raus, ey. Hier ist auch kaum was auf der Zinnoberinsel, ne? Nur dieses... Achso, ich wollte noch meine Items holen. Aufnehmen. So. Oh, Sonderbonbons. Ihr könnt mir einfach mal sagen, welchem Pokémon ich die Sonderbonbons geben soll. Also, können auch mehrere Pokémon sein, aber wem ich die halt geben soll und wie viele. Helix-Fossil. Alt-Bernstein. Ich glaube, das war's schon. So, jetzt gehen wir gerade noch schnell in den Markt. Oh, es ist so ungewohnt, dass man hier nicht kämpfen muss, ne? und verkaufen da noch schnell das Zeug, was ich eben gerade gekriegt habe. Calcium? Und Eisen. War das noch was? Nee. So, dann gehen wir mal hier. Ich hoffe mal, das ist ein anderes Gebäude. Ja, ich möchte bitte sprechen. Wir erforschen hier Pokémon. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Was ist das? Der Gründer des Laboratoriums, Dr. Fuji. Pokémon-Labor-Konferenzraum. Hallo, willst du ein Entoron nicht gegen ein Rizeros tauschen? Ich habe kein Entoron. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Och man, jetzt tut mir der alte Mann voll leid. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Ja, ich habe auch eins gefunden. Besitzt du ein Fukano? Willst du es gegen... Was? Yugong? Ja. Alles muss ich dabei haben. Ah, schade. Ich wollte hier noch auf dem Bild gucken. Ich kann es nicht ansprechen. Okay, dann werde ich mir gerade mal meinen Fukano holen und das gegen Yugong kaufen. Tauschen. Poker. Wer muss denn da mal weichen? Den Dev schmeiße ich gerade mal raus. Fukano. Ich meine, ich hätte kein Entoron. Ich wollte nur gucken, was ich hab. Mann. Weil Fukano kriege ich halt jederzeit wieder in diesem komischen Gebäude da hinten drin. Ne? Aber so ein Yugong. Ja. Das ist eine Kuh. Okay, verbinde die Kabel so. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Yugong aussieht. Ist bestimmt von Europe irgendwie eine Weiterentwicklung oder so. Ist auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Oh, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Kümmere dich gut um Yugong.
Vielen Dank. Jo, läuft, ne? Haben wir jetzt einen Dugong? Was ist das? Pokémon Labor Forschung und Entwicklung. Pikachu. Eine E-Mail ist angekommen. Arctos, Zapdos und Lavados sind die drei legendären Vogel-Pokémon. Niemand weiß, in welcher Gegend sie leben. Wir werden als nächstes in der Höhle nahe Azuya City suchen. Von Pokémon-Forschungszentrumsteam. Okay. Evoli kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Sind das Schlüssel? Das sind, glaube ich, Schlüssel. Tack, tack, tack. Ich habe eine TM konstruiert. Sie verursacht die verrücktesten Dinge. So klingt ein Metronom. Damit setzt dein Pokémon Attacken ein, die es gar nicht kennt. Das kann auch, glaube ich, Togepi von sich aus. Eine Pfeife aus Bernstein. Aber nur das mittlere. Pokémon Labor Versuchsabteilung. Ich suche nach Kangama. Tauschst du es gegen Slimer? Kangama. Kangama. Was ist das? Oh je, wenn das so ist. Okay, kann ich hier anklicken? Was ist denn jetzt hier mit meinem Fossil? Hallo, ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ah, oh, ich kann dir beides geben. Nice. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Es ist ein Fossil von Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank moderner Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Juli übergibt das Helix-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Es wird einige Zeit dauern. Oh Mann, ich wollte mir jetzt schon direkt das andere geben. Fick dich doch, du Drecksforscher. Ja gut. Dann gehen wir jetzt gerade mal wieder an PC. Kangama, was ist denn ein Kangama? Genau. Dann geben wir einmal das Irob-Ding da, Robby, ablegen. Und nehmen den guten Dave wieder mit. So. Und jetzt? Keine Ahnung. Tür ist verschlossen. Es hat 100 Pro irgendwas hier neben mit diesem Drecksgebäude zu tun. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir hier lang düsen? Okay, aber es ist, glaube ich, nicht so weit wie eben das. Ne, wir machen dann hier Schluss. Genau, wir machen hier Schluss und dann werden wir uns um den Rest beim nächsten Mal kümmern. Haben wir jetzt schon alle Orden? Nee. Zwei Stück fehlen noch. Mr. Insektenmann und dann halt das Fragezeichen. Na gut, dann hoffe ich, dass euch die heutigen Aufnahmen gefallen haben. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!